Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ganz Fürth und eigentlich die ganze Welt spricht über die Corona-Krise. Das will ich heute auch tun. Die Situation in Fürth stellt sich aktuell folgendermaßen dar. Wir haben 7 Infizierte, wir haben eine zusätzliche Person, wo der Verdacht besteht und es gibt 85 Menschen, mit denen die Infizierten Kontakt hatten und die deshalb unter Quarantäne stehen. Das ist die augenblickliche Zahl. Das ist überschaubar und die Behörden haben insoweit die Situation unter Kontrolle. Harte Maßnahmen hat heute hierzu die bayerische Staatsregierung angekündigt. Die Kitas und die Schulen werden in ganz Bayern und damit auch in Fürth geschlossen. Ich verstehe das. Auch wenn die Kinder und die Jugendlichen nicht unmittelbar von der Krankheit betroffen sind, so können sie doch Überträger sein. Und auch das Enkelkind hat mit der 70-jährigen Oma beim Geburtstag schnell mal intensiven Kontakt. Wir haben des Weiteren die Begrenzung für die Altenheime, auch da nur hingehen zu den lieben Angehörigen, wenn es unbedingt sein muss. In der Stadt selbst müssen wir leider die beliebten Volkshochschulkurse einstellen. Wir müssen unsere Jugendhäuser schließen, auch das sind potenzielle Gefahrenherde. Ansonsten aber keine Panik, Sie können weiter einkaufen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Sie können weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, aber bitte alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt sein müssen, doch bitte verschieben oder absagen. Ansonsten gibt es ein Bürgertelefon ab Montag früh 6 Uhr freigeschaltet. Da gibt es stets auch Informationen für Sie, darüber hinaus über die sozialen Netzwerke. Wir versuchen mit Augenmaß diese schwierige Situation zu meistern und wir brauchen Ihre Unterstützung, die Solidarität der jungen, gesunden, auch bei den potenziellen Opfern. Ich glaube, das kriegen wir in Fürth gut hin und so wünsche ich Ihnen trotz aller Krise ein gutes Wochenende und bitte am Sonntag wählen gehen. Wählen ist nichts anderes von der Belastung her als einkaufen. Sie müssen niemand die Hände schütteln, eigenen Stift mitbringen, Zettel wegnehmen, ausfüllen, einwerfen und hinterher Hände waschen und gut ist. Die Demokratie braucht Wahlbeteiligung, deshalb die herzliche Bitte aus dem Rathaus, trotz aller Krise wählen gehen und bleiben Sie gesund.